Ja, herzlich willkommen zu unserer heutigen Pressekonferenz und der Vorstellung des neuen Cheftrainers des HC Erlangen. Ich begrüße hier vorne am Podium den Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Carsten Bissel, unseren Geschäftsführer René Selke und unseren neuen Trainer Adelstein Eliasson. Und ich möchte dich, René, am Anfang bitten, uns ein bisschen zu schildern, wie ihr zu unserem Wunschtrainer gekommen seid. Ja, schönen guten Tag. Wir haben uns, wie Sie denken können, in den letzten Tagen, in den letzten Wochen sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Wir haben viele Gespräche geführt, wir haben uns mit sehr vielen Kandidaten natürlich auch beschäftigt und auch viele, viele persönliche Gespräche geführt. Das war uns sehr wichtig, weil uns bewusst ist, wie wichtig diese Personalie auch für uns, für den HC Erlangen ist. Und uns war von Anfang an klar, wir wollten nicht nur einen guten, nicht nur einen sehr guten, wir wollten den idealen Kandidaten für uns, für unser Projekt gewinnen. Deswegen haben wir diesem Thema auch sehr, sehr viel Zeit, sehr, sehr viel Energie und Aufwand gewidmet und haben uns dann nach mehreren Gesprächen auch mit Adli, was sein Spitzname ist, vielleicht ein bisschen einfacher auch zu merken, zusammengesetzt. Wir werden noch etwas genauer auf die Situation, wie das alles zustande gekommen ist, sprechen. Ich denke, das sollte man kurz ansprechen, weil es jetzt einfach aktuell auch nicht komplett korrekt dargestellt wird. Um das nur kurz anzureißen, Adli war auf der Suche nach einem neuen Verein, wir waren auf der Suche nach einem neuen Trainer und das war sozusagen die Grundlage, warum wir uns dort erstmals zusammengesetzt haben. Nach dem Gespräch, muss ich wirklich sagen, waren wir absolut überzeugt von Adli, von seiner ganzen Art, wie er denkt, wie strukturiert er arbeitet, wie professionell er die Sache Handball angeht. Er ist, glaube ich, seit dem 16. Lebensjahr schon Handballtrainer. Nach einer kurzen, aktiven Zeit hat er sich sehr, sehr schnell aber auch komplett dem Trainerjob verschrieben. Das merkt man ihm an. Wenn man sich, glaube ich, nur eine Minute über Handball mit ihm unterhält, dann weiß man sofort, dieser Mann hat eine unfassbare Fachkompetenz, hat eine unfassbare Leidenschaft für diesen Job. Das war uns sehr, sehr wichtig, dass jemand dafür wirklich auch brennt und diesem Thema halt auch wirklich seine volle Aufmerksamkeit schenkt. Da waren wir schon sehr überzeugt auch von seiner strukturierten Art, nicht nur zu denken, nicht nur zu trainieren, sondern halt auch wirklich einen klaren Plan zu haben, den er verfolgt, sowohl außerhalb als aber auch für den Handball. Ich denke, das ist in unserer jetzigen Situation eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft unserer Mannschaft, nicht nur einen kurzfristigen Impuls, sondern langfristig auch einen klaren Plan an die Hand zu geben, um wieder auch langfristig in die Erfolgsspur natürlich zurückzukommen. Wir haben von Anfang an immer gesagt, dass uns es wichtig ist, nicht jetzt eine schnelle, eine kurzfristige Entscheidung, einen kurzfristigen Impuls zu setzen, sondern wir wollten die Ideallösung für unser Projekt, für den Verein haben. Deswegen haben wir uns auch bewusst viel Zeit dafür genommen, haben uns bewusst entschieden, keinen blinden Aktionismus zu betreiben, schnell irgendjemanden zu verpflichten, damit wir jemanden haben, sondern haben auch mit dem Tobias Wannenmacher einen Interimstrainer erstmal als Trainerposten installiert, dem wir sehr, sehr danken für seine Arbeit, für seine Leistung, der uns wirklich kurzfristig hier ausgeholfen hat und dort wirklich schnell in diese Position gekommen ist und uns dort sehr, sehr unterstützt hat. Tobias Wannenmacher wird jetzt wieder in den Nachwuchsbereich zurückgehen, wird aber auch weiterhin im Trainergespann der ersten Mannschaft bleiben, wird dort sozusagen eine Schnittstelle zwischen Nachwuchs und Bundesligamannschaft darstellen. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Schnittstelle, weil unser Konzept natürlich auch klar auf den Nachwuchs und die Jugendförderung ausgelegt ist. Ich glaube, dass wir dort nochmal einen Schritt dann auch vorangehen können. Und halten das auch für eine sehr, sehr wichtige Position, dass ihr uns dort in beiden Positionen quasi mit unterstützt. Zu Adli vielleicht noch, auch wenn er selber ein paar Worte dazu sagen kann. Er ist 40 Jahre alt, ist verheiratet, hat zwei Kinder, ist grundsätzlich ein ruhiger, aber sehr, doch sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse. Alle Gespräche, die wir bisher hatten, waren wirklich so, dass ich sagen kann, dass er derjenige ist, der wirklich gut zum HC Erlangen passt, sowohl von seiner Denkweise als aber auch von seiner Art zu arbeiten. Deswegen freue ich mich sehr, dich heute hier präsentieren zu können, Adli.
Ich freue mich auch sehr auf die Zusammenarbeit. Ich glaube, dass wir zusammen einen wirklich guten und erfolgreichen Weg gehen können, nicht nur jetzt für die jetzige Phase, sondern auch wirklich für die Zukunft. Dass du der Mannschaft deine klare, aber auch selbstbewusste Art vermitteln kannst und dass wir dann auch wieder zusammen in eine erfolgreiche Zukunft gehen können. Vielen Dank. Danke, René Adli. René hat viel gesagt. Lass uns doch kurz in deine Gefühlswelt gucken und uns sagen, warum du dich für den HC Erlangen entschieden hast. Ja, schönen guten Tag erstmal. Für mich war das immer wichtig, in meiner Karriere auf eine professionelle Art zu arbeiten und in einem Verein, die wie HC Erlangen von A bis Z hochprofessionell geführt ist. Und wo diese Möglichkeit sich ergeben hat, musste ich nicht lange überlegen, dass das war der Weg, den ich machen wollte. Das ist mein Job, das ist mein Hauptberuf und deshalb wollte ich unbedingt unter diesen Strukturen in diesen Bereichen auch so arbeiten. Das war mein Ziel von Anfang an und das würde mir heute bei HC Erlangen verwirklicht. Und dafür bin ich sehr dankbar für das Vertrauen und für die schönen Worte. Und ich hoffe auch, dass wir damit eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft jetzt starten können. Dankeschön. Carsten, lass uns wissen, wie du die Sache einschätzt, bitte. Also ich schätze erstmal die Sache so ein, dass bevor wir zum Trainer kommen, uns natürlich völlig klar ist, dass Abstand in Ordnung? Uns völlig klar ist, dass wir jetzt allererst mal die Mannschaft sehen wollen, dass die Mannschaft gefordert ist und alles Weitere ist natürlich wichtig, dass es gesteuert wird vom Trainer. Aber mein allererstes Wort ist, uns ist völlig klar und die Mannschaft weiß es seit gestern Abend ganz besonders, diese Mannschaft ist jetzt gefordert, 10 Spiele lang sind wir nicht zufrieden gewesen. Es geht gar nicht so um die Punkte, es geht auch um die Art der Mannschaft, auch schon in der Rückrunde. Und jetzt sind die Ausreden vorbei, stand heute schon in einem Blatt und das stand völlig zu Recht in diesem Blatt. Das hätte ich nicht besser sagen können. Es ist einfach so, die Ausreden sind vorbei und wir werden uns selber auch daran messen lassen müssen, dass es jetzt einfach deutlich vorangeht. Das wird nicht von einem Tag auf den anderen gehen. Adli kann sicher nicht zaubern, aber es muss vorangehen, peu à peu. Was Adli angeht, so kann ich nur natürlich das bestätigen, was René gesagt hat. Wir haben unfassbar viel Aufwand betrieben in den letzten Wochen. Wenn ich sage wir, meine ich vor allen Dingen René und mich, aber auch immer ein anderes Mitglied des Aufsichtsrates war bei dem einen oder anderen Gespräch dabei. Und wir sind auf vielen, vielen Gesprächen gegangen und wir haben uns nicht unter Druck setzen lassen, das sage ich gleich. Wir lassen uns auch in diesen Dingen überhaupt nicht unter Druck setzen von niemandem. Und wir hätten auch noch länger uns nicht unter Druck setzen lassen, wenn wir die Lösung nicht gefunden hätten. Wir sind aus allen Gesprächen gegangen und hatten eigentlich ein gutes Gespräch geführt. Aber wir hatten immer so das Gefühl, es funktioniert nicht. Und wir werden keine und wir machen keine halben Lösungen, solange wir etwas zu sagen haben. Und als wir bei Adli aus dem Gespräch rausgegangen sind, haben wir gesagt, das ist es. Das war auch kein zweites oder drittes Gespräch mehr nötig, sondern wir waren einfach der Meinung, es ist genau das, nach dem wir gesucht haben. Und deshalb kann ich Ihnen heute sagen, und das ist der eine frohe Kunde, die ich habe, nämlich, dass es genau das ist, nach dem wir gesucht haben. Die zweite ist, dass es so ein bisschen ist auch das Ende dieser, sagen wir mal, Zäsur einleiten können, oder das war ja eine Zäsur, würde ich sagen, und können sagen, wir können jetzt nach vorne schauen, wir können jetzt schauen, dass die Dinge sich jetzt so weiter strukturieren, entwickeln lassen, wie wir uns das wünschen. Das ist jetzt in den letzten 10 Spieltagen nicht ganz so gut gegangen, teilweise auch in die Hose gegangen, und jetzt schauen wir nach vorne. Das ist für unseren aller Seelenfrieden, glaube ich, auch eine wichtige Sache, für Sie vielleicht etwas weniger zu schreiben, aber für uns von besonderer Bedeutung. Ja, René hat es schon angesprochen, es gibt einen weiteren Themenkomplex. Ich muss Ihnen sagen, im Profisport, und das haben wir ja nun mal in der ersten Hand bei Bundesliga, sonst wäre hier Sky nicht zum Beispiel oder andere, im Profisport ist es halt nun mal so, dass Sie Trainer oder Spieler aus laufenden Verträgen rauskaufen können und wollen. Bei München hat es vor 2 Wochen bewiesen, indem Sie dem Tabellenführer der zweiten Fußball-Bundesliga den etablierten Co-Trainer weggenommen haben, sodass an sich schon gar nichts dagegen einzuwenden wäre, wenn wir Gleiches gemacht hätten. Wir haben es nur nicht. Wir haben es nur nicht. Und wir waren überrascht, als wir aus Hüttenberg gestern eine, wie ich finde, dem Tenor nach völlig verfälschte Pressenotiz bekommen haben, die bewusst durch Weglassen verfälscht war und die wir deswegen jetzt gerade rücken. Erstens, Adli hat von Anfang eine Klausel in seinem Vertrag gehabt. Adli hat uns erklärt, er wäre den Vertrag sonst nicht eingegangen, in der steht, beim Angebot aus der ersten Bundesliga kann er gehen. Punkt. Und zwar mit einer gesetzlichen Kündigungsfrist. Adli hat gerade erklärt, warum er zu uns wechseln wollte. Das hat er uns auch erklärt. Wirtschaftliche Gründe übrigens, um es gleich zu sagen, waren es nicht.
und hat dann auch in Hüttenberg gekündigt. Hat Hüttenberg auch, wie ich es verstanden habe, schon seit geraumer Zeit wissen lassen, dass das kommen könnte. Hüttenberg musste zu jeder Zeit mit einer solchen Klausel, befürchten, dass so etwas passiert. Denn sonst gebe ich eine solche Klausel nicht ein und schließe einen solchen Vertrag nicht ab. Und wenn diese Klausel dann auch mal nun mal da ist, dann kann man dem anderen Verein, der von dieser Klausel erfährt, woher wird er wohl erfahren haben, weil es eben am Markt bekannt wurde, nicht in irgendeiner Art und Weise vorwerfen, dass er dann nicht sagt, wenn der dieser Verein glaubt, es sei genau der Trainer, den er gesucht hat, sich mit diesem Trainer auch zu verbinden. Und die einzige Problematik, die es noch gab, war, da ich gerade gesagt habe, gesetzliche Kündigungsfristen und nicht jeder wahrscheinlich weiß, was das bedeutet, es wäre der 30.11. gewesen. Und irgendwann haben wir uns mit denen zusammengesetzt und gesagt, Freunde, bis zum 30.11. zu warten, ist für euch und für uns blöd. Und dann haben wir eine Lösung gefunden, auf ganz moderate Art, dass das vorgezogen wurde auf heute. Das ist die ganze Geschichte und ich glaube, die muss man einfach mal gerade stellen, denn das läuft gerade in die falsche Richtung.